Hallo und willkommen zurück zu Thimbleweed Park. Leider haben uns Agent Ray und Agent Reyes verlassen nach Abschluss des Falls, aber dafür sind zwei neue Personen angekommen, nämlich diese Frau mit der unauffälligen Nasenbrille und dem Schnurrbart und dieser Herr mit der unauffälligen Nasenbrille und dem Schnurrbart. Außerdem haben sie genau die gleichen Sachen dabei, die sie vorher auch schon hatten. Augenblick. Das stimmt nicht ganz. Das unnütze Gelumpe, also die roten Heringe, die sind nicht mehr da. Also zum Beispiel dieser komische Getränkedosenhalter und das hier dieses Beerenspray und der Tee und so weiter und so fort, die gibt's nicht mehr. Detective Antonio Reyes, Junior Agent. It's definitely my badge. Okay. Und was steht hier in den... Hier steht gar nichts dran. Richtig. Das haben wir aber jetzt mal vorgelesen. Das heißt, die beiden sind wieder zurück und wir müssen mal schauen, wie es weitergeht, weil wir gar nicht mit einem der anderen beiden, anderen drei Charakteren spielen können. Wir können nur diese beiden steuern zurzeit. Und ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht so genau, was meine Aufgabe ist. Oh, es gibt einen Anruf auf dem Telefon. You have one new message. Message one. Hola, soy Mama. ¿Recuerdas la vieja promesa que me hiciste sobre papá? He enviado un paquete a recepción. Es vital para nuestro plan. Come bien, llámeme pronto. Estoy preocupada. Un beso. No more new messages. Wow. War das die Mutter von Agent Reyes? Hä? Achso, wir haben auch eine Nachricht bekommen. Oh, jetzt erfahren wir was über Agent Reyes Plan. You have one new message. Bin mal gespannt. Message one. You know who this is? You must be close to achieving our goal. We send a package to the front desk for you. It is required for the next stage. Sayonara. No more new messages. Wir haben einen japanischen Anrufer gehabt. Mysteriös. Here's your package, Boo. Thank you. Oh, this is just great. Is that you, Reyes? No, I'm not Reyes. Drop the act. That's the worst disguise I've ever seen. Then I guess you haven't looked in the mirror lately. Touché. What are you doing back in town? I knew something was up with you. Same here, Sherlock. I don't think either of us were being honest. I think it's time we came clean and told the truth about why we're in Thimbleweed Park. Ja, würde mich auch interessieren. Okay. Jetzt können wir zeigen, was wir alles wissen schon. Ich suche nach einem netten Häuschen für die Familie. Ich untersuche Fälle von lokaler Korruption. Ich vermute, Thimbleweed Park ist eine geheime UFO-Basis. Nein. Ich untersuche das Feuer in der Kissenfabrik, das mein Vater getötet hat. Das. I'm investigating the old pillow factory fire that killed my father. I was wondering why you kept asking about the fire. I figured it was just some perverted pyro fetish. My father was a security guard there. How old were you? I was only 5. Mama erzählt, er hat sich immer über die fehlerhafte Logik in den Maschinen der Fabrik beschwert. Fehlerhafte Logik? Okay. Er war der Sündenbock und das Feuer wurde ihm in die Schuhe geschoben. Ich bin hier, um seinen Namen reinzuwaschen und Chucks Schuld zu beweisen. Mögen Sie Adventures? Okay, ich bin neugierig, was da passiert. Do you like adventure games? Not really. They are too slow and often contain overly contrived stories that make no sense. Ja. Yeah, I hear you on that one. That said, clearing your dad's name is a very noble cause. I'm sorry I've given you such a hard time. I need to get into that factory. I'm sure there is evidence in there that will clear his name. Now, why are you really here? Well, ich frage mich, ob ich was übersehen habe oder ob man wirklich noch nichts über sie weiß. Ich wollte schauen, ob hier in der Polizei eine Stelle frei wäre. Nee, aber die brauchen noch einen neuen Leichenbestatter. Nee, Quatsch. Ich war auf Urlaub, stolperte über die Leiche und dachte, ich helfe ein wenig. Bei mir steht eine... Aha, bei mir steht eine Beförderung an und ich hänge mich besonders rein. Ein japanischer Firma bezahlt mich, die Geheimnisse der KI der Katzenfabrik zu stehlen. Toll. Ist ja nicht so ein ehrenhaftes Motiv. I'm here to find the secrets to the Pillow Factory AI for the NSA. It involves top secret national security.
That's pretty important. Sounds like we both need to get into the pillow factory. Let's work together on this one. Total honesty. Wow. National security. That's some heavy NSA stuff. Let's split up. It will go faster. Harter Tobak. Good idea. Ma'am, I have a package aboo for you. Oh. Eine von den Überwachungskameras. Beobachtet uns Chuck oder beobachtet uns die KI? It's addressed to me. I've been waiting for this. Okay, dann machen wir es mal auf. Perfect. It's a special tool for a special use. Nee, was ist das denn, ein seltsames Werkzeug? Warum habe ich eigentlich blinkendes Werkzeug im Inventar? It's a very strange looking tool. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Toll. Okay, wir brauchen wahrscheinlich auch noch Eintrittskarten für die ThimbleCon, ne? Mal schauen wir mal, was im Paket von Agent Reyes ist. Oh, was macht der denn hier oben? Weil die Aussicht so schön ist. Da will ich hin, wo es leuchtet, da im Wald. Hoffentlich sind im Paket keine schlecht gewordenen Lebensmittel, so sieht es nämlich ein bisschen aus. Yes! It's my father's watch! Die war in diesem ausgebeulten Paket drin? Das ist eine große Uhr. It's my father's old pocket watch, but it's broken, and only a professional will be able to fix it. Wer könnte denn das sein? Willi könnten wir mal befragen dazu. Race To-Do-Liste. Finde Spuren, dass Dad nicht das Feuer verursacht hat. Repariere Dads Uhr, gelange ins Innere der Kissenfabrik, besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik, gewinne Karten für den fantastischen ThimbleCon, die ThimbleCon, sammle 21 weitere Staubkörner. Cool. Mit anderen Worten, wir haben neue Aufgaben. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was in ihrem Notizbuch steht. Race-To-Do-Liste. Stehle das Geheimnis der KI der Kissenfabrik. Brich in die Kissenfabrik ein. Besorge den Schlüssel zum Tor der Fabrik. Ja, okay. Fabrik. Gewinne Karten für den nerdigen ThimbleCon. Geschmeckt mir sehr gut. Und jetzt können wir wieder zu allen zurückschalten. Wow. Gibt es noch mehr Background-Story? Nein. Jetzt sind wir da, wo wir aufgehört haben. Nur mit etwas weniger Inventargegenständen. Und dem Pizza-Flyer. Genau, da bin ich reingegangen beim letzten Mal, als wir unterbrochen wurden. Hello, 198.7 FM KSCUM listeners. DJ Cassie here. We interrupt our hostile takeover of the airwaves with this important announcement. I have 4 free ThimbleCon 87 tickets to give away. First caller who can answer our trivia questions wins. And now back to our regularly scheduled hostile takeover. Ja, das ist gut, dass da jetzt keiner anrufen kann, aber wir haben ja irgendwie noch gar nicht die Telefonnummer von der Radiostation. Haben wir noch unser Telefon? Ja. 1987. Geht keiner ran? Okay, es geht keiner ran. Schade eigentlich. Dann müssen wir noch mal rausfinden, wie die Adresse von dem, also wie die Telefonnummer von der Radiostation ist. KKK. Da. Hier keine politischen Äußerungen, bitte. Also. KSKS, ne? Ach, da unten ist es ja. Hä? Das habe ich irgendwie noch gar nicht gesehen gehabt vorher. 7286. Das ist gut. Ich wechsle mal zu Race, der ist wenigstens ehrlich. Da war da kein Telefon. Okay, dann gehe ich zurück ins Hotel und mache das dann von dort aus. Mein Plan ist, die Röhre einzusetzen und dann sofort anzurufen. Bei der Radiostation. Wir sind im dritten Stock, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ja, 304.
Es geht voran. It's locked. Ja. So, dann wechseln wir mal zurück zu Dolores. Auf zum Radiosender. Ist eigentlich ganz gut, dass wir die rausgenommen haben, die Röhre am Anfang. The tube is missing. KSCUM's phone lines are dead. Da dann. Benutze Röhre mit. Und zurück. Benutze Telefon. Jetzt habe ich die Nummer schon wieder vergessen. 7286. Hoffentlich sind wir schnell genug. Hello, caller. You're live on KSCUM. Hello. Correctly answer 2 out of 3 questions to win 4 ThimbleCon 87 tickets. Oh yeah. Your first question is, what television event drew an estimated 750 million viewers worldwide? Was? Die Öffnung der Olympischen Sommerspiele 1984, die letzte Folge von Knight Rider? Nee, 750 Millionen. Die Heirat von Prinz Charles und Lady Diana könnte schon sein. Das Endspiel der Fußball-WM 86, das war Mexiko, wenn ich mich nicht täusche. Deutschland gegen Argentinien verloren. Nee, das nicht. Also ich würde sagen, das hier oder das. Ich probiere mal das hier. That's correct. Yeah. Here's your second question. What are Vice President Bush's middle initials? Ja, das ist aber der George Bush aus 1987. Das ist also nicht W, sondern George HW vielleicht? Ich probier's mal mit HW. You got it right. Yes. And your final question, which has not been a fad so far in the 80s? Na, jetzt bin ich gespannt, was war nicht? Was ist denn ein Plasma-Globus? Also Lavalampe war auf jeden Fall in. Zauberwürfel auch, Monchichi auch. Ich frage mich, was die englischen Antworten hier drauf sind. Ich sag mal Plasma-Globus. Nope, that's not right. Huch, ist egal. Let's see how you did. Wir haben trotzdem gewonnen. You got 2 out of 3. Close enough for a win. You win 4 ThimbleCon 87 tickets. You can pick them up at the Edmund Hotel front desk. What's your name? My name? Grünes Tentakel. Lane Marley. Das ist schlecht, weil wir männlich sind. Sonst hätte ich Elaine Marley genommen. Und wir sind auch nicht Razor. Richard Nixon. Komm, scheißegal. Thank you and congratulations. Now back to our regularly scheduled hostile takeover of the airwaves. Ich habe vergessen, die grüne Tentakel zu würdigen. Okay, cool. Wir haben Tickets und können auf die ThimbleCon. Ich bin mir so sicher, dass Ron Gilbert da irgendwo rumsitzt und so ein Cameo-Auftritt hat. Und ich muss jetzt alle anderen Leutchen auch ins Hotel bringen, damit ich ihnen die Karten geben kann. Weiß ja nicht so genau, warum. Ich habe, glaube ich, vergessen, warum der Clown hierher will, aber es ist völlig bewusst. Wir holen ihn einfach trotzdem her. So. Also, benutze Karte, ab zum Hotel. Wir können eigentlich mal mit dem Manager sprechen, ob der uns was Tolles zu sagen hat. Hallo. Ransom, what are you doing here? What's your problem? You! We're trying to make sure all our guests feel comfortable, Abu. With that mouth, Abu, of yours, you'll frighten away our few guests. Leave now. What are you still doing here, Abu? I'm going already. Good riddance, Abu. Good riddance. Okay, dann holen wir noch Agent Ray nach unten.
mit ihrem blinkenden Werkzeug. Und ja, Dolores muss auch hin. Die große Wiedervereinigung. Zack. It's already. Let's go to the lobby. Aber was? Sie hat doch gefragt, was nicht in war in den 80ern. Oder war Monchichi 70er? Meine Plasmakugeln würden halt schon auch ein bisschen zu Lavalampe und so passen. Oder war Lavalampe 70er? Mann, es wäre einfacher gewesen, wenn sie was Neueres genommen hätten. Wie auch immer. So, Agent Race, schnapp dir mal deine gewonnenen Tickets. Welcome to the Edmund Hotel. Most beautiful hotel Abu in the Tri-Thimbleweed Park County area. How may I be Abu of service? Genau, hier sollen Karten für mich liegen. There should be some ThimbleCon tickets in my name. Yes, I do have tickets from the K-Scum Abu Trivia Contest. What is your name, Abu, please? Das ist einfach. Elaine Marley. Michael F. Stoppy. Michael F. Stoppe. Pajama Sam. Hey! Pajama Sam. Da ist die nächste Anspielung. Guyber Streetwood. Threepwood ist natürlich einfach. Pajama Sam war eins von Ron Gilberts Spielen, nachdem er bei LucasArts in den Sack gehauen hat. Ah, yes. Here's your name, Abu, on the list. How else may I be Abu of service? Sonst nix. I'm going to check out your beautiful lobby. Goodbye. Have a nice evening, Abu. Das Besondere an den Spielen, die er danach gemacht hat, wie hieß denn nochmal die Firma? Das weiß ich gerade nicht, wie die Firma hieß, aber es gab noch so Spy Fox und Tuff Tuff und Ernten Bären. Also jede Menge Spiele, die so eher für Kinder waren. Aber das Besondere war, es waren Point-and-Click-Adventure, die zum einen relativ humorvoll waren und zum anderen die Eigenschaft hatten, dass sich die Rätsel verändert haben, sodass die Kinder das mehrmals spielen konnten. So, dann gebe ich mal eine Karte an Dolores. Thanks. Eine Karte an Ransom. Bitteschön. Great. More. Ja, genau. Und eine Karte an Agent Ray. Whatever. Muss ja nicht, zwingt dich keiner. Alles klar. Dann lassen wir die Party starten hier. Erstmal mit dem Drachen sprechen. Shut up in there! RoboCop would beat Terminator in a fight! Niemals! Der Terminator würde natürlich RoboCop alle machen. None shall pass without showing me their ticket first. Oh, and welcome to ThimbleCon, of course. Hier ist mein Ticket. Here's my ticket. Thank you. I'll take the tickets for your friends while you're here. Saves time so you can live long and proper. Prosper. So. Actionfiguren. Ach, man kann mit Ken Jones sprechen. Kentin. Brand. Hey, das ist doch der Anwalt. Das ist cool. Roboterpirat. Achso, das ist der Roboterpirat. Und wer ist das hier? Pew, pew, pew. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Star Trek-Fan. Sexy Riker. Pew, pew, pew. Oh, David Fox. Das ist ja cool. Yay. Und stiller Spock. Pew, pew, pew. Und wer sind die hier? Corey und... Corey und Corey. Erstmal das Wichtigste. Ja, das ist ja super hier. Was ist hier? Ransom Doppeldeppen-Wettbewerb. Nothing's happening until they get enough contestants for the Ransom Lookalike Contest. Okay, die Boxen kommen ja bekannt vor. Die stand auch in dem Zimmer der grünen Tentakel. Wo hat eigentlich die purpurne Tentakel damals geschlafen? Weiß man nicht. Pew, pew, pew.
Ich weiß leider nicht, wer Ken Jones und Kentin sind. Kentin? Oder soll es ein Witz sein? Comics und Bücher, Ramschkiste. Hier gibt es so viel anzugucken. Fangen wir mal vorne an. Snackautomat. A new Coke vending machine. Ja, drück mal. I can't push that. Na gut, benutze das mal. It only sells new Coke, and no one wants that. Witzig, aus der Zeit, als Coca-Cola die Rezeptur für die Cola geändert hat und alles gehasst haben, und dann haben sie die Klassik-Cola hergeschoben. The comics, D&D manuals, and a priceless and rare text adventure hint guide. No touching. Okay, nicht anfassen, gut. Hi, anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals, and original Star Trek spec scripts. I also have a rare and priceless hint guide to a forgotten text adventure called Colossal Dungeon Cave Quest 2. Oh, Colossal Dungeon Cave Quest 2, mein Lieblingsspiel. Out of curiosity, how much are the hint guides? The Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide is priceless. Just sell your soul and I'll give one to you. It even contains a secret word that will crash your computer due to a bug in the code not caught by the testers. Testing a game seems like a tough job. Ah, das ist ein Hinweis. Ich lese keine Comics. Ich bin zu fein dafür. I don't read comics. Okay. I don't know what D&D is. Okay. Can I trade you something for a hint guide? What do you have to trade? Nicht meine Seele. Ein Stapel roter Heringe. A bunch of adventure game red herrings? Sorry, that's not worth trading for a Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide. Bye! Schade. Okay, der hat also sowas. Können wir nochmal in die Ramschkiste gucken? Na, dime a dozen. Gut. Dann gucken wir mal Ken Jones an hier. Figurines are not a distraction I need right now. Figurines are not a distraction I need right now. Das heißt, er will auch gar nicht mit Ken Jones sprechen dann. Da liegt ein... Ach nee, doch nicht. Starships in bottles. Handmade. Ah, Raumschiffe in Flaschen. Das finde ich eigentlich eine witzige Idee. How do you make the starships so small? I use the same tools as jewelry and watch repairers do. They allow me to carefully place each photon torpedo. Can I borrow your jewelry tools? They're up in my room, but I can't even leave this table to get some dinner. Dann holen wir das vielleicht. Can I mind your stand while you get me your tools? You'd need to know a lot about Star Trek to be able to man my booth. Did you know that on impulse drive, it would take 400,000 years for the Enterprise to cross the galaxy? Nein. Or that the Galaxy-class Enterprise is 353.5 meters longer than the Constitution-class Enterprise? Nein. So you see, it's perfectly obvious that I can't possibly leave my stand to an ignoramus like you. But if you got me dinner, then maybe I could do something for you. Okay, er möchte also was zu essen haben. Oh, ich habe Burger irgendwo. How much do your starships cost? More than someone in your pay bracket can afford. But today, we're doing a special deal. If you can answer me this one question, you will get a free starship in a box. Man kann aber viel gewinnen hier in dem Spiel. Okay, dann schieß mal what los. Is the question I need to answer to get a free starship? Warning! You only have one chance to get this right. Which is the best science fiction show ever made? Oh, ich möchte so gerne Krieg der Sterne sagen. Aber ich will dieses Ding gewinnen. Komm. Star Trek. Congratulations! You've won a replica of the Starship Isabella. Cool, dankeschön. Bye. You will not find better starships in a bottle than these. Oh, wir haben die Isabella. The plaque says it's a tiny replica of the Starship Isabella in a bottle. Isabella. Pew, pew, pew. Ja, hervorragend. Gut, das heißt, er möchte was zu essen haben. Gucken wir mal, ob Agent Ray noch was zu essen dabei hat. Ja, sie hat den Burger dabei. Dann bringen wir ihm doch am besten gleich den Burger. Auf geht's. Ah. Und dann verwahrt der Drache unser Ticket. Das ist ja gut. Pew, hallo, pew, pew. Sexy Riker. Kann ich Ihnen einen Burger anbieten? Moin, den gebe ich lieber Raze.
Oh, I love carrying stuff. Du kannst dich lieber mit David Fox unterhalten. Pew, pew, pew. Bon appétit. Thanks, that's exactly what I wanted. Mm, noch mehr Kaugeräusche. Delicious. Delicious. I have to go to my room. Oha, war auch nicht so gut der Burger. Du meine Güte. Joa, ich will die Sachen ja eigentlich gar nicht haben. Ich will eigentlich nur wissen, in welchem Zimmer er wohnt. Teeny tiny spaceships in bottles. Kommt er denn jetzt gleich wieder? Ich würde vorschlagen, wir warten einfach mal, ob er gleich wiederkommt. Und während wir warten, machen wir eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.